Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Gothic bringt mich gerade so extrem zur Verzweiflung. Letztes Mal ist es mir abgeschmiert, deswegen ist auch bald meine Tonspur kaputt, deswegen kam meine Folge nicht rechtzeitig raus. Ja, okay, das ging ja noch einigermaßen. Jetzt kommt aber der Oberhammer. Gothic wollte jetzt Dixtree auf einmal nicht mehr haben, also mein Aufnahmeprogramm. Immer wenn ich Dixtree nebenbei habe laufen lassen, ohne überhaupt aufzunehmen, hat es mich beim Laden direkt rausgeschmissen. Das hat es zum ersten Mal gemacht im ganzen Let's Play. Und jetzt so gegen Ende. Okay, chill. Ruhig. Okay, ich habe jetzt Fraps angeschmissen. Und jetzt probieren wir es damit. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Und es klappt auch alles. Und oh, ich bin so froh, wenn Gothic vorbei ist. Nicht, weil ich das Spiel nicht toll finde, sondern einfach, weil es mit der Technik gerade absolut nicht hinhaut. Gothic spielen so geht wunderbar. Habe ich getestet. Wenn Dixtree nicht an ist, wunderbar. Kann ich wunderbar spielen. Sobald Dixtree dabei ist, scheiße. Irgendwo will es gerade nicht mehr. Es zickt gerade so rum. Das regt mich gerade so auf. Ich wollte jetzt eigentlich die finale Aufnahme machen, indem ich jetzt komplett alles durchziehe. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Gut, dann reden wir jetzt mal mit Milton. Hey, Milton. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Ja, habe ich. Take it. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Oh Gott, ich hoffe, das Video funktioniert jetzt. Bitte funktioniere. Oh, danke. Kapitel 6, die Hallen des Schläfers. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Schön, dass man es so gut sieht. Aha. Ich liebe diese Kameraperspektive. Hm. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt. Ja, ich verschwinde jetzt. Und zu Xalas. Und tschüss. So. Gleich mal abspeichern. Kapitel 6. Die Hallen des Schläfers. Halt. Erster Save. So, gleich mal anschauen. Uri-Ziel direkt angelegt. Feuerschaden 30, Magieschaden 120, menschliche Stärke 30. So, jetzt kann ich zu Xardas gehen und mir das Ding ausbauen lassen. Das Überflüssige. Das ist den blauen Stein. Daraus kann man jetzt nämlich eine Rune machen. Und da ich ja eigentlich Magier bin, machen wir das doch mal. Hey, du. Sei gegrüßt. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel?
Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Dann gib mal her. Entferne den Stein aus Auriziel. Dieser Schritt ist endgültig. Soll ich den Stein wirklich aus der Klinge entfernen? Ja, tu es. Du hast es so gewollt. Hier, nimm das leere Schwert und die Rune. Dankeschön. Ich suche magisches Wissen. Was haben wir hier noch so Schönes? Amulett der Macht. Mit der Leuchtung, mit der Kraft. Dämonenbeschwören. Nehmen wir mal einen mit. Urizi Welle des Todes kann ich jetzt nochmal kaufen. War ich das nicht selber? Seltsam. Das können wir ja sowieso gleich sehen. Feuerball. Brauche ich gerade nicht mehr. Warte mal, noch ein Feuerball wäre ein bisschen viel. So, es muss irgendwas mit 50. Ich habe das schon noch hier irgendwo, Urizi. Heißpfeil. Ach, da unten, Urizi, Welle des Todes. Okay, jetzt muss ich ihm noch irgendwie 50 geben für den Dämon. Ich könnte eigentlich noch einen zweiten Dämon-Ding kaufen. Einen dritten oder einen vierten. Dämon beschwören. Machen wir mal zwei. Pyrenees behalte ich jetzt mal. Eispfeil hier, hier, hier. Ach scheiße, das ist jetzt zu viel. Ach Gott, es geht das wieder los. Was gibst du mir denn dafür? 120. Hast du noch Pfeile oder sowas? Ein paar Bolzen hast du noch. Ach, dann kaufe ich halt nochmal was. Und durch Vernichtnis. Nee. Was ist das da unten? Armee der Finsternis. Gib mal her. Dann kriegst du von mir jetzt noch ein Feuerpfeil. Noch ein Feuerpfeil. Ein Feuerball. Das ist wieder zu viel. Moment. Feuerpfeil, dann haben wir es ja fast. Kriegst du von mir noch Beeren. Kriegst du mal was zum Essen, damit du was wirst, pur. Bist ja nix. So, jetzt mal ausrüsten. Ach, spar nicht den Zorn. Nee. Kann ich auch nicht da? Nee, ich weiß gar nicht, wie viel ich hab. Tores Schwert ist zu mächtig. Darf das alte Urizil ohne Stein? Kann ich nehmen. Das ist ja auch noch ziemlich, trotzdem eine ziemlich gute Waffe. Im Prinzip halt das, was ich vorher hatte. Und jetzt die Welle des Todes. Wo, was packe ich die denn? 4er Feuerball, 5er Kugelblitz. Ich glaube, Untote vernichten werde ich nicht mehr brauchen. Da bin ich ja mal gespannt. Dann kann ich jetzt noch trotzdem noch. Wo ist es? Eine Armbrust anlegen. Was habe ich denn überhaupt für Armbrust? Oh Gott, wie viele Waffen ich habe. Ich bin ja ein ganzes Waffenarsenal. Die Kriegsarmbrust. Ist das nicht sogar die beste Armbrust im Spiel? Wie fehlt mir 22 Geschicklichkeitspunkte? Dafür nur noch 12. Normale Armbrust? Nein? Ja, leichte Armbrust. Sehr traurig. Na gut, was soll's. Speichern wir mal. So, und dann geht's, warte, wie nennt sich eigentlich nochmal die Rune? Ich will jetzt nochmal den Namen wissen. Welle des Todes. So. Schaffe ich es eigentlich, da runter zu springen? Wir werden es gleich sehen. Und tschüss. Hui. Kürzt mal ein bisschen ab. Na, hoch. Vielleicht nicht gerade daraus. Habt ihr mich gesehen? Da waren gerade ein paar Razor. Da habe ich auch gerade keinen Bock zu. Todesring. Boah. Muss ich eigentlich bald mal aus. Muss ich gleich mal ausprobieren. Aber ich glaube, das war ein Zauber, der um mich herum wirkt. Eigentlich hasse ich solche Zauber. Vielleicht hätte ich doch den Stein drin behalten sollen. Probieren wir es mal kurz aus, wie lange das braucht. Machen wir mal kurz einen Test, wie lange braucht es?
Ungefähr 4 Sekunden. Dann hat doch eine ziemlich große Wirkung, okay. Probieren wir es jetzt mal aus. Alter Schwede, wie viel habe ich gerade getötet? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Racer? Alter Schwede. Wow, ich wusste gar nicht mehr, dass sie so stark ist. Alles das denn? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das sind noch welche. Time to say goodbye. Ui. Ich liebe diese Rune. Alter, ist das geil. Ui. Wie geil ist das denn eigentlich? Da oben sind Feuerwarane. Hallo Racer! Vor allem so viel Mana kostet das gar nicht. Hallo Racer! Möchtest du sterben? Ich weiß, es ist eigentlich voll overpowered für den einen, aber ich finde es einfach so cool. Zack, tot. Ach stimmt, hier war ja auch noch so eins. Was war denn da eigentlich nochmal drin? Okay, was Besonderes wird hier nicht mehr drin sein. Letzter Verlug. Fell eines Schattenläufers. La 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 la. Und nichts. Okay. Dann halt nicht. Alter Schwede. Das macht mir gar nicht so viel Spaß. Schau mal, Feuerwarane. Schau mal, gleich sind es tote Feuerwarane. Boah, Insta-Death. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Ich finde ich einfach geil. Magieschaden 200. Okay, das ist wirklich heftig. Magieschaden 200. Das ist ja wirklich die stärkste Waffe im Spiel. Die stärkste Rune im Spiel. Ich find's cool. Hui. Hey, Urshak. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urshak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Achso. Jetzt, das wissen wir eigentlich schon, das haben wir schon lange gemacht. So, ich würde sagen, scheiß aufs Ulumulu. Lass uns Orks töten. Vielleicht erstmal Mana sammeln. Mana? Und jetzt lass uns Orks töten. Oh, jetzt ist geil, jetzt ist geil. What the fuck? Nicht alle? Ach, warum sammle ich das eigentlich ein? Ich gehe jetzt da rein und mach fertig. Oh oh. Die sind doch ein bisschen stärker. Ich bin dafür zu gehen. Ohohoho. Ich muss hier weg. Oh, da kann ich aber meinen Zauber gar nicht wirken. So viele wieder gerade kommen.
Boah, zum Glück ist die Rüstung so stark. Warte mal. Urschak dreht sich um. Das war, warte, was? Doch nicht. Dreh mich wieder weg.